So, gibt's noch mehr? Oh nein, wir sind angekommen. Das ist es. Das große alte Stück Wand, da ist das Geistertor. Erstmal bitte speichern. Und ja, ganz ehrlich, mit dem, was ich gerade so habe, könnte ich wenigstens zwei... Wow, da kann man aber ordentlich was an Leben reinpacken. Ich merke schon. Das Geistertor. Niemand weiß, wann es gebaut wurde oder gar wer es gemacht hat. Alles, was wir wissen, ist, dass es hier schon seit dem Zeitalter der Mythen steht. Und das ist sogar noch um einiges älter als der alte Ishako. Die Ältesten des Clans der Koropokel sind seit Generationen die Torhüter. Es wird gesagt, dass das grundlose Öffnen des Tores großes Unglück verursacht. Aber ich habe keine Ahnung, was für ein Unglück das sein könnte. Ich werde das Tor öffnen. Schließlich haben wir keine andere Wahl, wenn Lika auf der anderen Seite von diesem Ding ist. Bleib zurück, Ami. Ah, so kannst du tatsächlich öffnen. Junge, der alte Ishako würde mir den Kopf abreißen, wenn er wüsste, was ich gerade getan habe. Behalten wir die Sache lieber für uns, okay, Ami? Sieh dir nur das Licht an. Das sieht so hübsch aus, als dass es irgendein Unglück verursachen würde. Was guckst du dir da an, Fellknäuel? Das Tor ist offen, oder etwa nicht? Hast du den Mund, da durchzugehen? Wenn du jetzt zurück willst, nach allem, was ich durchgemacht habe, ich schwöre, dann werde ich... Hm? Okay. Ach, okay. Ja, der heißt nicht okay. Der heißt ja so. Hallo Isun und Amaterasu, nicht wahr? Ich dachte mir, ich komme mit und helfe euch ein bisschen. Ich habe das Geistertor noch nie offen gesehen. Man sagt, es zu öffnen würde nur Unglück bringen. Was machst du überhaupt hier? Und wie bist du so weit in Yosfet hineingekommen? Ach so, du musst über diese Kraft des Waldes reden. Lebewesen zu verwirren. Eigentlich sollten wir Euna Tiermenschen den Effekt spüren. Aber anscheinend hat mich das heilige Schwert Kuton beschützt. Aber das ist nicht weiter verwunderlich. Schließlich hat mich das Schwert hier hingeführt. Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wenn Kuton silbern strahlt. Wie die Prophezeiung vorhersagt, wenn Kuton zu strahlen beginnt, ist es das Zeichen, dass die Dämonen bald fallen werden. Einige sagen sogar, dass dann der Himmel in Reichweite liegt. Was zur Hölle soll das denn bedeuten? Hehe, ist ja auch egal, es hat ja noch nicht einmal angefangen zu glühen. Ich habe wohl noch nicht genug Monster getötet. Falls das der Fall sein sollte, dann sollte dieses Geistertor dem Abhilfe verschaffen. Ich werde diese Monster des Unglücks Kuton schmecken lassen. Okay, warte. Wir haben keine Ahnung, was sich auf der anderen Seite befindet. Alles, was wir wissen, ist, dass Lika irgendwie da durchgegangen ist. Ich garantiere dir, du wirst dort mehr finden, als du erwartet hast. Das hoffe ich doch. Für Kuton.
Nein, warte, Ami, vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Klappe zu, auf für tot. Das sieht gar nicht so übel aus. Was soll das ganze Gerede über das Geistertod-Unglück? Hey, dieser Ort sieht irgendwie vertraut aus. Ja, das ist... Es sieht aus wie das Dorf Kamiki. Kamiki, du meinst das witzige Dorf auf dem Shinzo-Feld? Dort hat die ganze Legende von Orochi begonnen. Ich bin noch nie über die See gereist und habe Nippon betreten. Die göttliche Führung von Kuton muss mich hierher geführt haben. Monster dieses Landes soll nun seinen kalten Stahl zu schmecken bekommen. Nein, okay, warte, was ist mit Lika? Er ist weg. Nun gut. Auf jeden Fall ist das hier wirklich das Dorf Kamiki, oder? Aber ich empfange diesmal keine Schwingungen von hier. Das ist seltsam. Warum ist denn schon wieder Vollmond? Hey, war hier nicht Sakuyas Baum? Was macht dieser kleine Schüssling hier? Tja, wir sind jetzt wohl in der Vergangenheit. Hey, was glaubst du, wohin du gehst? Ich meine, wir haben hier noch immer was zu erledigen, oder? Jetzt hör auf damit und komm schon. Warte mal eine Sekunde. Das da ist Sakuya, oder? Bist du so eine Art Gott, oder? Schon was? Ja, sie redet komisch. Ich bin ein Waldgeist, man nennt mich Sakuya. Junger Waldgeist Sakuya. Was hat sie gesagt? Ihr Name lautet Sakuya? Das hört sich irgendwie vertraut an. Aber egal, wo verdammt nochmal ist Sakuyas Baum? Sakuya, das bin ich. Ja, das wissen wir bereits, Kind. Wir Erwachsenen sind gerade beschäftigt. Warum gehst du nicht etwas spielen? Wie bitte, Gott? Du suchst nach mir? Hast du Gott gesagt? Ich schätze, die unschuldigen Augen eines Kindes können die Wahrheit sehen, Ami. Ama, Herr Laus und ich, Sakuya, lascht uns Freunde sein, okay? Herr Laus, pass auf, was du sagst, Kind. Ama, wann bist du eigentlich überhaupt ins Dorf Kamiki gekommen? Ich wusste es, wir sind in Kamiki. Wir müssen uns hier mal umsehen, Fake-Knoll. Ja, also das ist Mini-Sakuya. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, in Kamiki gibt es nicht mehr. Ist nicht viel übrig. Außer einem Speichertor kriege ich eine Karte wenigstens. Hey, ich habe meine Karte. Verwelkte Bäume, die sind nicht schön. Ach, Herr Mandarine. Ich bitte für dein schnelles Wachstum, Konohana. Murmel, Murmel. Was willst du von uns? Hallo, Großhüterchen. Du schwingst immer noch das Tanzbein, wie ich sehe. Also, was ist mit dem heiligen Baum passiert? Er ist auch immer so klein. Hat ihn jemand verflucht oder sowas? Wovon redest du da so nah? Ich ziehe diesen Sprössling auf, um Frieden über das Land zu bringen. Er soll Orochi und all seine Diener vertreiben. Orochi? Aha, wo verdammt nochmal hast du Gesteck, Großhüterchen? Dieser verfluchte Wurm sieht sich die Radieschen von unten an. Ich habe keine Zeit für diesen Blödsinn, du Narr. Jaffia, kommst du in unser Dorf, um dein Opfer zu verlangen? Und dieses Jahr hast du sogar gelernt zu sprechen. Nun, heute ist der Tag, an dem ich sage, genug ist genug. Wow, beruhig dich, Großhüterchen. Wir wollen doch nicht, dass du dir den Rücken verrenkst oder so. Schweig, du widerliche Bestie. Heute ist der Tag, an dem ich sage, genug ist genug.
Ja, okay. Das ist aber nicht Herr Mandarine, das ist eher Herr Apfelsine. Beziehungsweise Herr Apfel. Weil er hat einen Apfel auf dem Kopf. Jedenfalls sieht es aus wie ein Apfel. So, noch mehr Bäume blühen lassen. Wenn wir schon auf dem Weg hier runter sind. Ja, die Truhe ist ja kaum zu übersehen. Eine Kotani-Töpferei. Teller mit elegantem Design und schöner Ätzung. So, da drüben ist auch noch was. Kleeblätter grabe ich gerne aus. Nochmal 30 Punkte mehr. Ja, wenn ich mir das so ansehe, hat Kamiki nur 3 Häuser im Augenblick. Hm, du täuschst mich nicht, du dummer Wolf. Vorzuheben, dass du herkommen würdest, um einen Opfer für Roshi aufzuspüren, während du eigentlich nur darauf wartest, mein Feld umzugraben. Hä, hey, hör doch auf, Lady. Ich muss über vieles, über zu vieles nachdenken. Oh. Wow, die ist aber aggressiv. Ich klaue hier mal das, die ganzen Rüben. Vielleicht ist hier was versteckt. Wow, auf jeden Fall Lebenskraft. Edge Badge, kriegst mich nicht. So, das war die letzte Rübe. Ich höre ja den Hund bellen. Hund. Lecker Fleisch für den Hund. Der kann nicht gerade aussieht wie ein normaler Hund. Also noch abnormaler als die... Waren es 7 oder 9 verrückten Hunde? Oder waren es 8? Vor allem, was hat der Junge da? Hey, du bist Shiranui. Wir brauchen keine Anhänger von Orochi, die hier rumhängen. Shiranui? Orochis Anhänger? Hat das irgendwas damit zu tun, dass wir Orochi erschlagen haben? Hehe. Nun, du wirst dich anstellen müssen, Fernautogramm. Sei still, der Einzige, der hier erschlagen wird, bist du, du Monster. Monster, was ist denn in dich gefahren, Mushi? Ohohoho. Hallo Süße, wie geht's dir? Ich hoffe, du kannst diesen Susanoo seine Faulheit austreiben. Er ist so schüchtern, das? Was war das denn? Ja, die Reismühle fehlt zum Beispiel auch.
Wenn man sich so überlegt, fehlt hier vieles noch. Was ist mit dir, Ohmchen? Heute Nacht ist die Nacht des Vollmonds. Dieser traurige Tag ist wieder einmal gekommen. Dieses Jahr wird die liebliche junge Nami Orochis nächstes Opfer. Liebliche junge Nami? Wow, sie hört sich heiß an. Wo ist sie? Ach du meine Güte, bist du Shiranui? Bitte, ich bitte dich, hab Gnade mit mir. Ich werde dir leckeren Kirschkuchen geben. Ja, ja, was immer auch. Sag's bloß mit hin. Was jetzt mit dieser lieblichen jungen Nami, von der du gesprochen hast? Ach du meine Güte, bist du Shiranui? Bitte, ich bitte dich, hab Gnade mit mir. Ich werde dir leckeren Kirschkuchen geben. Ach du meine Güte, hab Gnade mit mir. Hoppala. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kommst du immer noch hierher, Shiranui? Nur diesmal wirst du nicht da wegkommen. Hey, warte mal, was ist denn in dich gefahren? Namis Sakehaus. Nami, hier lebt Kushi, nicht wahr? Das war ein Riesenrettich. Und das ist eine Karotte. Gut. Was steht hier? Haus des Dorfältesten Herr Grapefruit. Grapefruit? Liebt ihr nicht Herr Mandarine? Und wer hat überhaupt schon mal seinen dummen Namen wie Herr Grapefruit gehört? Ja. Da liegt tatsächlich auch eine Riesengrapefruit im Ofen. Naja, als nächstes kommt dann Herr Orange an die Arbeit. Haus von Natsu. Dieser Muschi hat immer noch eine schreckliche Handschrift. Diesmal hat er sogar seinen eigenen Namen falsch geschrieben. Ja, und zu guter Letzt. Okay, die hat sie eingesperrt. Können wir kaum übel nehmen. So, ist das hier jetzt der letzte Baum? Nee, scheinbar nicht. Och, ein Händler. Dieser reine weiße Pelz, diese messerscharfen Augen. Du musst Shiranui sein. Warte, bitte hilf mir, ich schmecke nicht gut. Nein, nein, ich wäre ein schreckliches Opfer. Verdammt nochmal, er glaubt, du wirst ihn fressen oder sowas. Er sieht irgendwie mollig und rund aus. Ich bin mollig und rund wie ein Kloß, aber ich bin giftig. Ja, giftig. Guck mal, ich werde dir alles verkaufen, was du möchtest. Bitte verschone mich. Einkaufen, ja. Auferstehungsperlen und der Dreifaltigkeitsspiegel. Ha. Spiegel mit Wissen, Glauben und Macht zertrampelt das Böse. Ja, her damit. So, Futtersack. Habe ich gesagt, stocke ich mal alles auf 20 wieder auf. So. Das heißt, wenn ich hier draußen Monster kloppen kann, dann muss ich so lange Monster kloppen erstmal, bis ich genug Kohle da zusammen habe, um noch die andere Waffe kaufen zu können.